Hallo und willkommen zurück zu RimWorld. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. So, hoffen wir mal, dass wir die Verluste der letzten Zeit wieder wettmachen können. Und hoffentlich dauert das Ganze auch nicht so lange. Aber immerhin. Hatten wir mit dem schon gesprochen? Ich glaube, eventuell noch nicht. Und selbst wenn, so viel Zeit kostet das jetzt am Ende auch nicht. Ach genau, das war der, der keine Drogen kaufen wollte. Guter Schwarzmarkthändler. Also, was brauchen wir alles erstmal nicht? Dann geh erstmal wieder zurück. Und ein Waffenhändler. Fragen wir den doch auch direkt mal, was der so hat. Und der kauft Drogen wiederum. Und verdammt knapp an Bauteilen dran, merke ich. Ein MG42. Für nur 500, hm? Reichweite ist okay. Und von dem restlichen Zeug, würde ich eher mal sagen, brauchen wir nichts. Ein Revolver am wenigsten. Es ist eh nur schäbig. Lassen wir es gut sein. Ach ja, und außerdem hatten wir schon eine AK gekauft. So, die zusätzlichen Roboter helfen uns auf jeden Fall. Na, ein bisschen ist noch da. Ich weiß immer noch nicht, ob wir die Dinger verschieben müssen oder ob die halt dann sich quasi erweitern. Na, Stahl fehlt uns momentan, aber da arbeiten wir auch dran. Ansonsten sieht es ja eigentlich schon mal ganz gut aus. Wobei, wenn natürlich drei von fünf oder von sechs Leuten schlafen. Ah, okay. Hat sich auch gerade wieder erledigt. Aber die Drogenproduktion läuft. Stahl wird auch jetzt gefördert. Okay, wir hätten genügend Mechanoid-Leichen, aber es nützt uns jetzt gerade erstmal noch nichts. Nebliger Regen, sieht gar nicht so schlimm aus. Okay, Bird ist hier beschäftigt. Ein Geschütz ist hier schon gebaut. Ich denke mal, wir werden einiges an Drogen zusammenkriegen.
Die zusätzlichen Felder sollten sicherstellen, dass unser Vieh nicht verhungert. Und wir kriegen mal wieder Besucher. Nicht, dass das gerade für uns übermäßig wichtig wäre oder so, aber wie viel fehlt noch? Naja, ist doch noch ein bisschen was, das fehlt. Bin mal wirklich gespannt. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass wir das Ding dann abreißen und neu platzieren müssen, aber... Vielleicht könnten wir auch einfach Nika auswählen. So. Das war jetzt sehr geschickt, das wegzuklicken. Der untere müsste eigentlich der neue sein. Der kauft auch einen Stapel Drogen. Kauft auch ein paar Bauteile. Wie sieht's denn bei ihm? Das ist eine Maschinenpistole, habe ich mir sogar irgendwie gedacht. Mikro-Schienenkanone. Also ein Massebeschleuniger. Irgendwie weniger, würde ich jetzt mal sagen. Und von der Panzerung auch nichts, also machen wir das jetzt so. Schön, dass ihr uns beim Arbeiten zuschaut. Garrison, können wir dir nicht vielleicht was anderes aufdrücken? Damit. Damit Lan was zu tun hat. Okay, jetzt kümmert sich Nika darum. Ist ja sehr wunderbar. Darf ich mal raten? Ah, das ist Schmieden offensichtlich. So, was machen wir mit euch beiden? Beziehungsweise, wenn die daran arbeiten, dann heißt das ja eigentlich, Tiernachwuchs freut uns immer. Also über noch einen zusätzlichen Bohrer würde ich mich momentan aber auch nicht beschweren. Bauteile und eine nicht unbeträchtliche Menge Plaststahl.
Und ich habe mal wieder den Timer vergessen. Na gut, wird's mal wieder eine längere Folge. Das ist schon ein schwerwiegendes Problem. Weil auf das Ding werden wir unter keinen Umständen verzichten können. Selbst wenn wir das hier irgendwann mal gebaut gekriegt haben, aber... Naja, eins nach dem anderen. Wir haben noch immer Unmengen Psychoid-Blätter-Zeugs. Na gut, Hopfen muss sowieso erstmal wachsen. Es würde sich ja anbieten, das Lager nach hierhin zu erweitern später. Okay, das war der andere Waffenhändler, aber das ist jetzt erstmal nicht so wichtig. So, das wird uns später sowieso dann noch helfen. Hey, der Bauteiletisch ist fertig. Das ist doch mal schön. Ja, ein paar Erntefehlschläge können wir, glaube ich, hinnehmen. Cowboy-Hut nähen. Okay. Ja, erstmal für unsere Vorräte. Und wir wollten uns ja noch um diese Kühlkammern hier kümmern. Was natürlich jetzt wieder ein bisschen riskant ist. Weil wir eben nur noch so wenige Leute haben. Und irgendwer muss auf jeden Fall mindestens die erste Kühlkammer aufmachen. Da ist natürlich schwer zu entscheiden, wer das macht.
paar zusätzliche Schlafplätze einrichten. Können die nämlich weg? Hierborn sollten die eigentlich alle ausgeleuchtet sein, sodass unsere Leute es leichter haben zu schießen. Auf der anderen Seite sollten die Geschütze da schon einiges erreichen können. Sehr schön, damit ist offiziell fertig hier. Na, tatsächlich mal wieder genügend Nahrungsvorräte. Na, wohl nicht, aber naja. Kleinere Handgriffe kann man auch mal anderen überlassen. Unser Fleischbestand wird langsam ein bisschen dünn. Was läuft denn hier noch so Argloses rum? Naja, mit Granaten auf Ratten schießen. Wird funktionieren. Bin ich mir relativ sicher. Arbeiter. Evilgrin ist unser einziger Jäger, also wird er sich da auch gleich wahrscheinlich drum kümmern. Wenn er mit Kochen fertig ist, natürlich. Man muss Prioritäten setzen, ne? Also, ist ganz klar. Ich würde sagen, das war ein Treffer. Eichhörnchen nehmen wir auch mal mit. Kleinvieh macht auch Mist, sage ich ja immer. Ich glaube, wir werden noch mehr als genügend Drogen produzieren können. Ja, man merkt schon deutlich, wie sehr das Spiel doch an Fahrt verliert, wenn alle Charaktere gerade am Schlafen sind, mit Ausnahme von ein oder zwei Kolonisten. Also ist doch nicht unheftig. Naja, lass mal erstmal frühstücken. Per se hätte ich nichts dagegen, die Dinger aufzumachen. Drei Geschütztürme und vier Schießscharten sollten dicke reichen für sowas.
Die machen wir zu, sobald wir da durch sind. Du kannst hier hin. Ah, und du weigerst dich ja zu schießen, ärgerlicherweise. Wie geht's dir? Erholung fast abgeschlossen. Okay, hervorragend. Dann kannst du hier hin. Und ja, du bekommst jetzt erstmal eine andere Waffe und stellst dich dann hier hin. Und dann hoffen wir mal das Beste. Alle Mann in Position. Tür offen halten beendet. Kampfmodus beenden. Und das muss unbedingt ein Transporter sein. Hoffen wir mal das Beste, denn Garrison möchte ich nun wirklich nicht verlieren. Okay. Dann lass doch mal schauen, was haben wir denn? Auf jeden Fall. Einfache Arbeiten, Feuer löschen, macht er nicht. Sozialkochen, Feuer löschen, Gestein abbauen, okay. Und der ist friedfertig. Fangen. 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 Krematorium können wir dann auch wieder einschalten. Was ist das? Ich brauche dich einmal kurz. Lass mal nämlich kurzfristig die Tür offen. Dann können die Mistviecher nämlich einfach rauslaufen. Thank you.
Ja, natürlich eine Sonnenfinsternis, weil uns ging es vorher schon zu gut. Möchte nicht, dass in der Gefängniszelle sowas wie Waffen rumliegt. Hab ich irgendwie, ich weiß nicht, Vorbehalte gegen. Kannst du übrigens ruhig den Granatwerfer wiederholen. Dürfte das Jagen etwas effektiver mitgestaltet werden. Ja, definitiv. Geht's unserem Hopfen schon ganz gut. Neurotisch, aggressiv, unerschütterlich. Ja. Psychopath, grüner Daumen und nervös und zu klug, fleißig und prothesenbegeistert. Prellung, Kratzer, Stich. Autsch. Kratzer, Schnitt. Okay. Ist zu überleben. Aber jetzt geht uns langsam der Strom aus. Schlechtes Heu gefressen, ha? Huh? Ah, wird Zeit, dass wir das Ding langsam mal fertig kriegen. Naja, wir hätten keine normale Medizin, also versuchen wir es erstmal so zu regeln. Wer hat denn da unsere schöne Wand zerkratzt? Das waren wir wahrscheinlich sogar selber. Wenn die Sonnenfinsternis jetzt irgendwann mal vorbeigeht, sollten wir auch wieder genügend Strom haben. Was haben wir denn hier noch? Ach, ein Überlebensgewehr haben wir einer der Leichen abgenommen. Das war der Bogen. Doch. Ich würde sagen, fürs Erste können wir damit ganz gut leben. Infektion leicht, ja, das sollte zu überstehen sein. Wird natürlich schwerer werden, aber.
So, das sollte die Riesenskarabäen hier drin erledigen. Brauchen wir die nicht mehr? Kann die Sonnenfinsternis jetzt bitte langsam vorbeigehen? Okay, nach dem Timer haben wir jetzt noch 1,5 Minuten, aber da ich ja eh viel zu spät angefangen habe, auf die Zeit zu achten, danke, dass ihr wieder mit dabei wart. Es war mir wie immer ein großes Vergnügen. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch kostet nichts. Wenn es nicht gefallen hat, Daumen runter kostet auch nichts. Fragen, Vorschläge, Anregungen wie immer unten in die Kommentarsektion. Link zum Spiel gibt's in der Videobeschreibung. Und wenn alles nichts hilft, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao!